Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute ein Unboxing zu den CMF Buds Pro. Ein vielversprechender ANC-Kopfhörer, also geräuschunterdrückender Kopfhörer von Nothing eigentlich, einer Untermarke von Nothing, also CMF. Ganz neu und in Europa noch nicht so ganz gelauncht. Wir schauen uns das heute mal an. Hier die Verpackung, sehr minimalistisch. Gefällt mir aber sehr gut, muss ich ehrlich dazu sagen. Ist weniger Verpackungsmüll auf jeden Fall als andere Verpackungen. Und dann machen wir das ganze Ding mal auf. So, das hat jetzt ein bisschen gedauert. Das ist gar nicht so, ohne das aufzubekommen. Es ist gut verklebt, aber jetzt machen wir das Ganze oder klappen das Ganze mal auf. Ist auch ein bisschen hakelig, das Ganze aufzubekommen. Man muss schon ein bisschen Gewalt anwenden, aber da ist es auch schon offen. Hier haben wir den QR-Code auf der linken Seite mit der Anleitung und auch mal ganz kurz eine Beschreibung, was da eigentlich drin ist in dem ganzen, in diesem Set. Rechts dann die eigentlichen Kopfhörer mit dem Case und das Zubehör in dem Sinne. Und das Zubehör, ich glaube, das schauen wir uns jetzt gleich an. Genau, da haben wir als erstes eigentlich das USB-Kabel, USB auf USB-C-Kabel, um das Case zu laden. Nichts Besonderes, ist eher ein billigeres Kabel und einfach ganz normal. Das legen wir mal auf die Seite und gehen dann weiter. Was haben wir da noch drin? Ja, natürlich ganz viel Papierkram, wie immer. Ein Safety-Guide. Den legen wir auch mal ganz kurz auf die Seite. Und natürlich den User Guide, also ein Start Guide mit natürlich QR-Codes zur App und was man eigentlich alles braucht, um die Buds sozusagen zu nutzen. Das legen wir auch auf die Seite. Dann haben wir noch ein kleines Päckchen dabei. Das machen wir jetzt auch mal ganz kurz auf. Da sind diese Ohrstückchen dabei, je nachdem, was man für eine Ohrgröße hat, beziehungsweise wenn die nicht ganz so passen, dann kann man sich neue Ohrstückchen raufstecken in dem Sinne und dann passen die dann auch besser ins Ohr. Ist alles auch dabei und dann starten wir auch schon mit dem Case. Das ist alles so eingepackt in einem, ist echt schwer zu beschreiben, das ist wie Papier, ziemlich locker, also das kann man eigentlich aufreißen. Das ist auch, ja, das geht auch so blöd runter, es klebt ein bisschen, jetzt habe ich es natürlich dann aufgerissen. Ist aber nicht so schlimm. Gut, dann haben wir ja auch schon das Case. Das fühlt sich, ehrlich gesagt, ziemlich wertig an. Obwohl es eigentlich nur so ein, ich nenne es jetzt Hartplastik, Plastik ist, so mit einem robusten Metallscharnier hinten und dem USB-C-Ladebalken, Ladestecker. Und da haben wir schon die Buds. Ja, ich muss sagen, gefällt mir jetzt eigentlich schon sehr gut. Fühlt sich alles sehr wertig an, sind auch irgendwie, fühlen sie sich sehr ähnlich an wie AirPods Pro von dem Material her. Hier kann man sie, hier werden sie geladen. Der Snap-Effekt vom Magneten ist auch gar nicht so schlecht. Jetzt hier nochmal in der Detailansicht. Der schaut eigentlich ziemlich cool aus. Muss ich ehrlich zugeben, hätte ich jetzt bei 60 Euro Kopfhörern nicht gedacht. Natürlich kommen da jetzt viele Faktoren noch, sind da jetzt noch wichtig. Wie ist das, wie ist die App-Connection, wie ist Bluetooth-Connection, wie schaut der ANC aus, ist die Geräuschunterdrückung richtig gut, wie hören sich die Höhen und die Bässe an. Das muss man alles im Review dann anschauen. Also ich finde das Case und die Kopfhörer wirklich gut. Also so jetzt der erste Hands-on-Test, beziehungsweise das erste Auspacken ist eigentlich eine coole Experience, auch mit der Verpackung und so. Da kann man wirklich nichts sagen. Ja, und dieses, also das Case, ich muss ehrlich sagen, das gefällt mir richtig gut. Also das snappt auch alles schön zu. Jetzt wäre der Ding runtergefallen. Also funktioniert alles noch. Auf jeden Fall. Aber wirklich cool. Also auch, ich finde auch das. Das kann man gut einstecken, also das Case, das kann man gut mitnehmen. Ich würde es jetzt nicht in die Hosentasche tun, aber das werde ich alles in dem Alltagstest dann mir anschauen. Na gut, dann war es das auch schon vom Unpacking. In nächster Zeit wird dann das Review kommen. Jetzt probiere ich dann nochmal das USB-C-Ding einzustecken, das Kabel einzustecken. Funktioniert alles
einwandfrei. Und ja, bis zum nächsten Mal und bis zum Review dann. Und ich würde sagen, ciao.